Das könnte sich ein bisschen schwieriger gestalten, wenn der da hin und her fliegt. Bleibst du auch stehen? Nein, nein! Oh, das war knapp, das war knapp. Ja, so darfst du bleiben. Herrlich. Und die andere Waffe muss ich natürlich dann auch noch demonstrieren. Keine Frage, mache ich noch, mache ich noch. Nur will ich mir den Schuss aufheben. Für etwas spezielles Ambiente. So. Willkommen zum Aussteigen. Soll mir eigentlich mal das Sniper recht sein? So. Wenn wir schon nichts anderes haben, was soll's? So. Ich wollte gerade sagen, irgendwo müsste doch dieser blöde Buggy jetzt sein, ne? Bam! Sag mal. Hält aber einiges aus. So. Ja. Sag mal, der andere, der erwischt mich aber ganz gut von seiner Position aus. So, sehr schön. Dort oben war da noch einer, ne? So, lieber Heli, kommst du? Put, komm. So, und wo war denn eigentlich diese andere Ratte, die mich jetzt da gerade eigentlich getötet hat? Wenn ich fragen darf. Das habe ich nämlich gerade oder vorhin nicht so ganz verstanden. Ich hoffe, der stand vorhin nicht schon dort. Okay. Ah ja, jetzt ist der Heli getriggert. Sehr gut. Sehr gut. Mehr? Nö, ne? Okay. Ja, das habe ich gehört. Das war ein Panzer, der geschossen hat. Weißt du, warum ich das gehört habe? Weil ich in dem Panzer saß. So. Nervtötende Angelegenheiten hier. Genau. Und überall auf den Dächern lauern sie Hilfe, jetzt. Bitte helft mir. Kostet aber extra. Hilfe, bitte helft mir. Das kann aber auch vorhin der gewesen sein. Irgendjemand, egal wer. Ach, Ruhe, Kollege. Wo versteckst Hilfe, du dich? Bitte helft mir. Ups. Ich glaube, der wird's nicht schaffen. Irgendjemand, egal wer. Wenn du das jetzt noch einmal sagst, erschieß ich Hilfe, dich. Hilfe, bitte helft mir. Na, mach doch, was du willst. Helf dir selber. Ruhig bleiben. Lass sie kommen. Irgendjemand. Egal wer. Ah. Das Hilfe, Gebäude. Bitte helft mir. Das sind irgendwelche Zivil... Irgendjemand. Egal wer. Ich glaube, das sind die dort hinten, die ich einfach... Hilfe. Bitte helft mir. Boah, ja, ist in Ordnung, Kollege. Das nervt. Das nervt so ein ganz kleines bisschen. Also entweder A. Irgendjemand. Egal wer. Ja. Entweder A sind das die, die dort hinten drin sind. Hilfe! Bitte helft! Beide Teams, Deckung! Los, los, los! Irgendjemand. Egal wer. Ja, ich helfe dir ja schon. Jetzt habe ich gerade gedacht, das hat aufgehört und habe mich gefragt. Ist der jetzt echt damit gemeint? Aber okay, und irgendwo wurde ich gerade wieder mal beschossen. Nicht jetzt! Ein Hurra auf die GDI! Ja, ja. Und jetzt raus hier! Oh, guck mal an! Hallöchen! Wo willst denn du so schnelles hin? Ich liebe es. Einfach mal die Gegner überfahren, das geht auch. Oh ja, wie an der Perlenkette. So super. Fein habt ihr das gemacht. Okay, dann wollen wir doch unten mal in das... Ach, guck mal an, du willst auch noch? Gerne doch. Ich mache das gerne, auch wenn das natürlich für die Panzerung eher kontraproduktiv ist. Und zwar tatsächlich dieser blöde Zivilist, weil ich ihn vergessen habe. Oh, das klingt natürlich gerade wieder mal sehr nett, was da draußen geräuschkulissentechnisch abgeht. Okay, da steht aber nochmal einer. Nee, da steht eigentlich nur ein Fahrzeug. Komm, das machen wir mit dem Panzer schnell fertig. Der ist zwar nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren, aber sollte passen. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Hoffe ich noch mehr als nur sehr. Jetzt konnte ich mich gerade nicht entscheiden, ob ich ihn erschießen soll oder überfahren soll, aber
irgendwer muss ja die Sauerei zwischen den Ketten wegmachen und im schlimmsten Fall muss ich das dann selber tun. Und das will ich natürlich vermeiden. Tunlichst. Haben wir jetzt eigentlich Munition für irgendwas aufgesammelt? Ja, geht doch. Geht doch. Bombardement hier, hey. Autsch! Und da haben wir Deadeye, den Sniper aus der Gruppierung. So. Haben wir hier noch was? Nö, eigentlich nicht. Hi. Nord ist überall. Zeit, dass wir hier rauskommen, Deadeye. Ganz wie in den alten Zeiten, was, Havoc? Wir treffen uns bei der Kathedrale. Mein Gott, wenn wir uns doch eh alle bei der Kathedrale sammeln, warum seid ihr nicht alle gleich zur Kathedrale hingegangen? Und bei diesem Bart kriegst du Augenkrebs. Aber massig Augenkrebs. Halt. Nix drin. Schade eigentlich. Ich finde das eigentlich toll hier, so dieses alte Fachwerk mit diesem halbgemauerten. Warum hat man das nicht ganz Fachwerk gemacht? Aber sieht einigermaßen genial aus. Nun gut. Den Panzer, denke ich, werden wir mal nicht nutzen. Wir bleiben mal dabei. So. Ach, ich habe ja gar keine Ionenkanone mehr, sehe ich gerade. Das ist aber schlecht. Ach, guckt sich das mal einer an, als hätte... Wie funktioniert das Ding noch gleich? So, okay. Achtung, hier spricht die Stimme des Widerstands. Die Gerüchte sind wahr. Unsere Anführerin Babushka wurde entführt. Gibt es jemanden, der helfen kann? Hallo? Das Ding überhaupt eingeschaltet? Ich kaufe ich mir. Genau, das meine ich aber auch. Ich glaube, er überlebt das bis zum Ende. Können die sterben? Ich weiß es nicht. Ich will es aber auch nicht herauf provozieren. So. Der Jagdpanzer. Ole. Jetzt dürfen wir selber ein bisschen die Erleuchtung weitertragen. Wir sollten natürlich aufpassen, dass Deadeye bis dahin vielleicht schon eher verschwunden ist. Und da kommt natürlich auch so einer runter. Ist ja ganz klar. Gott sei Dank kommt er nicht auf dieselbe Idee wie wir und fängt hier schon mal an, uns zu grillen. Ah, oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ich glaube, ich muss hier mit beiden... zu blöd zum Fahren hier gerade. Und ich wollte gerade sagen, ich muss natürlich hier, glaube ich, mit beiden drücken, ne? Nö. Feuert auch einzeln so. Sehr schön. Die Infanterie-Killer-Waffe schlechthin. Da liegt natürlich nettes Spielzeug für uns herum. Du wirst bluten, GTI. So, werd ich das? Erstens mal, wo auch immer du bist, vergiss es. Und zweitens, ich habe mich umentschieden. Ich laufe lieber. Wow, 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 wow! An irgendwas bin ich gerade hängen geblieben. So, jetzt muss natürlich das blöde Ding da mal weg. Ach man, jetzt ist mein Jagdpanzer weg. Jetzt fange ich an zu heulen. So. Die müssen erstmal weg. Da, oh, der hat das immer noch überlebt? Ich glaub's ja. Ach Mendoza ist das da. Mehr hast du. Ja, mehr hab ich nicht drauf. Aktuell zumindest noch nicht mehr. Und ich brauche mal etwas. Mist, wo ist ein Deadeye hin? Naja, egal. Wir werden auch noch dorthin finden. Vielleicht haben wir ja Glück, der hat alle getötet auf dem Weg dorthin. Das wäre natürlich extremstens formidabel. Da steht ein Panzer auf der Seite. Jetzt lasst gerade mal gucke. Ja, aus der Map werde ich gerade nicht so schlau. Ich glaube, wir haben nämlich die Tussi verpasst, aber egal. Also da drinnen ist die Kathedrale, mit der wir uns mit den anderen Jungs treffen sollen. So viel steht ja schon mal fest. Okay, aber es sieht ja soweit alles friedlich aus, bis auf der Panzer, der da seitlich liegt. Schöne Sache. Helikoptergeräusche. War ja klar, die Bilder kann man nicht kaputt machen. Fenster, aber die da. Ich liebe es, Fenster kaputt zu machen, auch wenn es natürlich Munitionsverschwendung hoch 10 ist. Naja, dann treffen wir uns erstmal mit der restlichen Gang hier in der Kathedrale.
Kniet nieder, ihr Sünder, denn ich befehle euch heute alle zu sterben. Darum ist bei mir keiner in der Kirche, wenn ich predige. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Sieht bei Kane, glaube ich, ein bisschen anders da aus, hat. Okay. Schauen wir mal nach oben. Irgendwo müssen die ja sein. Da, okay. Auf einmal so aufgeploppt. Fein, so. Das war vielleicht gerade ein bisschen blöde, aber egal. So, mit wem soll ich denn jetzt reden von... Ja, haut halt alle ab. Nein, nein, stehen. Havoc, Einheiten der Schwarzen Hand kommen vom Schloss rüber. Wir brauchen Sperrfeuer. Ausschwärmen. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Ein guter Tag zum Sterben. Oh Gott, die haben eine mobile Artillerie. Oh mein Gott, jetzt werden wir alle sterben. Wir werden alle sowas von sterben. Sterben, sterben, sterben. Ups, falsche Taste. Richtige Taste. Man konnte diese Waffe nicht aufladen. Lalalalalala. Haben wir hier noch was? Irgendwas Panzertechnisches da rumstehen? Oh mein Gott. Die Waffe ist einfach so, so böse. Ich liebe sie. So, wir haben zwar relativ begrenzte Schusszahl, ne? Aber egal, ich heiz die jetzt einfach mal gerade leer. Das war vielleicht, milde gesagt, dämlich. Okay. Den Heli wäre ich froh, wenn ich vielleicht erster wegmachen würde. Den hätte ich vielleicht als erstes mit der Waffe wegmachen sollen. Naja, egal. Passt schon. So, was haben wir da hinten? Steht eigentlich da jetzt noch der Panzer? Ich weiß es nicht. Nee, aber der da. Ah, gut, während dem Flug das Ding zu kriegen, ist natürlich ein bisschen schranzig. Zumindest mit der Panzerfaust. Weil der Pilot fliegt ja beschissener wie meiner einer, hey. Hallöchen, da flieg ich ja besser. Das mag was heißen. Ich derjenige, der überhaupt nicht fliegen mag. Ekelhaft. Wenn der Mensch fliegen dürfte, hätte er Flügel. So einfach ist es. Gut, da draußen geht die Party und ich stehe hier drin irgendwie nur dämlich herum. Ach, guck mal, die ballern hier fleißig die Fenster kaputt. Und was macht ihr eigentlich? Nur da rumstehen und gucken, was da ist, hä? Hans Guck in die Luft spielen, das kann ich ja. So, wo ist er denn? Naja, er versucht's zumindest. Mit dem Granatwerfer den Epileptiker-Helikopter da runterzuholen, ne? Ach, guck sich das mal einer an. So, jetzt muss ich dir auch noch den Arsch retten. Wo ist denn jetzt der Heli hin? Keine Ahnung. Irgendwo steht auf alle Fälle ein Offizier rum. Das ist weniger gut. Den werden wir natürlich auch noch kurz zu Gemüte ziehen. So, laut Map. Da irgendwo. Da! So, und der andere ist gerade hinten wieder gelandet, gell? Das bedeutet, auch er war nicht derjenige, den ich gesucht habe. Ah, kommt schon. Hört auf. Ah, hallo, dich habe ich gesucht. In der Wand backen der Helikopter. So, komm. Oh, Gott sei Dank. Das hat jetzt aber auch nicht Jahre gebraucht hier. So, Bonusziele 0 von 0. Okay, Sekundärziele. Ja, die Damen, die habe ich irgendwie verpasst. Whatever. 29 zerstörte Fahrzeuge. Yeah! Und wieder am meisten in den Kopf geschossen. Das wenigste in die Hose. Na, sowas aber auch. Das muss ich ändern. Ich arbeite mich die Straße rauf. Ich begleite Sie, Captain! Nein. Was sollen wir dann tun, hä? Sollen wir hier rumsitzen und vielleicht in der Nase bohren? Ruft Loke. Er soll euch eine Limousine schicken. Hey, Mann! Das könnte doch jeder Idiot, Kumpel! Ja, ja. Du machst das schon richtig. Ach, fies. Man darf doch die Leute nicht so dissen. Mensch.
Eva, zeig mir die Position der Wissenschaftler an. Die Baupläne zeigen, dass sich ein Zentralcomputer im obersten Stockwerk der Burg befindet. Vielleicht könnten wir dort Daten über den Aufenthaltsort der Wissenschaftler finden. Das kommt denen natürlich nicht irgendwie komisch vor, dass da auf einmal ein GDI-Soldat herumsteht, ne? Also den Piloten. Hier, Wachturm. Stellung halten, Bruder. Verstärkung unterwegs. Jawohl, mein Bruder. Verstärkung ist unterwegs, in Form von Kugeln in dein Gesicht. Läuft er jetzt echt nach da oben? Warning, non-security measures detected. Oh. Die Baupläne zeigen, dass sich zwei Hauptkontrollstationen an gegenüberliegenden Standpunkten in der Burg befinden. Eines ist unter dem Treibhaus und eines unter den Duschräumen der Truppenunterkünfte. Na, dann treiben wir es mal im... ich weiß natürlich, wie das gemeint war. Und die Computerstimme auf Englisch war richtig sexy. Oh yeah, baby. Wart nicht auf mich, ich werde gleich da sein. Okay, ich wollte... Oh, der Schalter ist kaputt. Ich war's nicht. Hier spricht Not Halo Delta 14. Wir laden gleich eine Einheit der Schwarzen Hand bei Ihnen ab. Sie haben die Anweisung, sich hier so schnell wie möglich neu auszurüsten und wieder abzuheben. Überspringen Sie daher die normalen Formalitäten. Befehl von Raveshaw. Also normale Formalitäten müssen immer eingehalten werden, will ich nun mal sagen, ne? Weil ansonsten komme ich und dann sieht's schlimm aus. Hä? Das hat sich gerade so angehört, als hätte hier irgendwo einer nachgeladen und ich war's nicht. Jetzt bin ich's. So, ich habe eigentlich die Stadt gut überstanden. Überstanden. Hier, Burghof, bitte ein Einsatzteam schicken. Nein. Oh. Alarm. Jetzt geben die ja noch Alarm. Burghof. Eindringling zu ihrer Position unterwegs. So, das passiert, wenn man mit der Panzerfaust versucht, auf irgendwelche Leute zu schießen. Das klappt nämlich nicht. Wirklich gut. Ach, gucke mal an. Da ist ja die Statue größer wie der Kerl. Etwas, was ich in Battlefield immer schon liebend gerne gemacht habe. Immer diese Camper, immer diese Camper. Lalalala. Dann gehe ich normalerweise vorne dran vorbei und sage dann... Kerching! Ein Geschenk des Hauses, völlig unverbindlich. Meine Lieblingsaussage bei Command & Conquer, Ich glaube, das gab es nur beim Tiberium-Konflikt. Ja, ist in Ordnung. Hau mir halt die Tür ins Gesicht. Uschi. Ich stehe in ihrer Schuld. Zum Tor! Es ist dort hinten! Hä? Ja. Du mich auch, Uschi. So, ich nenne sie einfach Uschi. Auch wenn sie Franziska heißen sollte. Da ist die Statue doch echt größer wie der Kerl. Da ist doch der Kerl echt größer wie die Statue. So meinte ich natürlich. Sehr schön. Also gut, jede Menge Arbeit. Wo kämpfen wir uns durch? Das ist eine exzellente Frage. So, erstmal ins Haus, würde ich sagen, mal rein. Und Heli. Plattform. Es könnte sein, dass ich beschossen werde und ich platziere halt erstmal C4, ne? Was man halt immer so tut, ne? Wo ist denn der Kerl? Ah, da oben. Hat das jetzt gelangt für das Ding? Awesome. Sehr schön. Wow. Au. Da bringt er sich da noch fast selber um die Pfeife. Sehr schön. Jo, aber ich würde gerne mal erst das, ja, wir sollten jetzt definitiv Land gewinnen. Weil hier wollte ich eh nicht hin. Ich habe eine Tür gehört. Schalter? Ein kaputter Schalter. So einfach ist es. Junge, du schießt gerade gegen die Tür, aber ansonsten... nett hier. Schönes Bett. Naja, sieht ein bisschen steinhart aus, hä? Wow, da festgehangen. Da habe ich mich festgepackt. Ja, ist in Ordnung, du Bediensteter. Hat Style, diese weiße Uniform. Wie nennt man das?
bei Bediensteten. Das ist ja kein Anzug. Naja, gut, der weiße Smoking, nenne ich es jetzt einfach mal hier dieses Notzeichen drauf. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Eindringling. Zu Hilfe! Eindringling. Hilfe! Sei froh, dass ich dich am Leben lasse. Ah, das ist mehr wie jeder andere Not hier verdient hat. Wow! So, da haben wir auch noch einen gesehen. Der Offizier kriegt natürlich immer wieder das Einzelzimmer. Die restlichen dürfen sich hier in den Stockbetten prügeln. Ist doch auch wunderherrlich. Scheiß Kameras. Das da. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin übrigens jetzt gerade. Mann. Ja, Manno, gell? Da ist man einmal im Bad acken und dann komme ich da vorbei. Bam! Kann das das sein, was die Widerstandskämpfer uns erzählt haben? Unten im Keller? Ah! Sehr schön. Ach, da oben, okay. Das Decken-MG vollkommen übers... Okay, dann müssen wir Plan B machen. Wir benutzen das da. Allgemeiner Alarmzustand beendet. Eindringlingsalarm beendet. Danke! Das hilft uns natürlich gerade sehr. So. Okay, wo sind die? Die roten Punkte, die sind da an dem Gebäude da drin da. Na! Sehr schön. Die Frage ist, will ich jetzt da rein, da rein? Ach, ist eigentlich egal. Nö, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal in eine Pause gehen. Fix nochmal. Ich meine, warum nicht? Mit Blick auf diese schöne, nette Statue, wenn ich die richtige Taste treffe. Ach so, nö, das sehe ich so nicht. Du. Yeah, Ravshaw. Warte mal, na so. Friss das. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und cool. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste echt nicht, dass das geht. Das ist ja mal interessant. Moment mal. Okay, mehr leider nicht. Warte mal, warte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe doch sehr, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, während ich ihm hier noch ein bisschen den Arsch anheize. Naja, nicht den Arsch direkt, aber egal. Okay, bis zum nächsten Mal. Baba.